Die Kraft des Gebetes sollt ihr viel öfter erproben, auf dass ihr die Liebe eures Vaters stets mehr erkennt, denn immer werde ich euch geben, was ihr im starken Glauben an mich erbittet, und immer werdet ihr dann euch mir näher fühlen, wenn ihr es erfahrt, dass ich euch höre und meine Liebe euch bedenkt, eurem Glauben gemäß. Ihr sollt immer wissen, dass das Gebet die Brücke ist, auf der ihr zu mir gelangt, denn im Gebet stellt ihr selbst die Bindung her mit mir, und dann kann ich auch meine liebe Kraft an euch wirksam werden. Wenn ihr zu mir betet, erkennt ihr mich auch an als euren Gott und Schöpfer, der eure Bitte erfüllen kann, weil er dazu die Macht hat, und auch als Vater, der euch die Bitte erfüllen will, weil er euch liebt. Doch es muss ein Gebet im Geist und in der Wahrheit sein, denn es können auch eure Lippen Worte aussprechen in Gebetsform, die jedoch mein Ohr nicht erreichen können, weil sie nicht aus der Tiefe eures Herzens zu mir emporsteigen. Euch bewegen täglich so viele Gedanken, ihr habt so viele Anliegen, größere und kleinere, und ihr braucht alles nur mir vorzutragen, und wahrlich, ich werde auch die kleinsten Anliegen regeln, wenn ihr mich darum bittet, und immer mehr werdet ihr meine Gegenwart euch bewusst werden, und euer Erdendasein würde um vieles leichter für euch sein. Immer wieder will ich in euren Gedanken sein, alles sollt ihr mit mir tun und im Gebet ständig mir verbunden sein. Betet ohne Unterlass. Darunter ist aber nicht das ständige Formgebet zu verstehen, das immer nur eure Mund aussprechen wird, niemals aber von Herzen ausgeht. Doch ihr sollt mich bei allem, was ihr denkt und tut, zu Rate ziehen, dass ihr nun einen Lebenswandel führt, ganz in meinen Willen, immer von mir geleitet und zu allem Tun veranlasst, das nun auch recht sein wird, denn als Vater will ich vollstes Vertrauen von euch auf meine Liebe und Macht. Meine Liebe wird sich niemals versagen, doch ihr selbst müsst danach verlangen, was einen rechtes Gebet in Demut beweist. Und ob es nur ein Gedanke ist an mich, mit dem jegliche Arbeit beginnt, ob es eine Bitte ist, die ihr mir vorträgt, immer will ich euch meine Gegenwart beweisen, indem ich sichtlich auf alles eingehe, denn diese innige Bindung trägt euch ein Übermaß von Kraft ein, und sie ist auch schon die bestandene Willensprobe, weil es euch fortgesetzt zu mir drängt, ihr also den Zusammenschluss sucht mit mir, den ihr einst freiwillig gelöst habt. Durch euer Gebet könnt ihr viel erreichen für euch selbst und auch für alle, deren ihr fürbittend gedenkt. Euer Gebet ist für euch selbst und für euren Mitmenschen ein Kraftquell, der nicht versiegt, denn ihr sollt ohne Unterlass beten, also sind euch keine Grenzen gesetzt, und da jegliche Bindung mit mir euch Kraftzufuhr sichert, braucht ihr kein versiegende Kraft zu fürchten, denn immer inniger werdet ihr euch an mir anschließen, bis ihr euch an Leben ohne mich nicht mehr denken könnt. Ich will euer Anfang und euer Ende sein. Kein Tag soll vergehen, wo ihr nicht im Gebet zu mir kommt und euch meinen Segen erbittet. Und wahrlich, euer Erdengang
wird euch zum Ziel führen, zur restlosen Vereinigung mit mir. Nutzt die Kraft des Gebetes, betretet die Brücke zu mir, so oft es euch möglich ist. Lasst mich niemals aus euren Gedanken aus, trag mir alle eure Anliegen vor. Und wenn sie noch so belanglos sind, denn ich will euch beweisen, dass ich um alle eure Gedanken, Nöte und Bitten weiß, indem ich stets mich selbst einschalte und euch herausführe aus aller Not, indem ich eure ständige Begleiter bin, denn jeder noch so kurze Gedanke an mich zieht mich zu euch und meine Liebe strömt euch zu, die euch immer zum Aufstieg verhilft. Und wer ständig mit mir verbunden ist, den wird auch nichts mehr erschrecken, was in der Welt vorgeht. Er weilt in meinem Bereich, wenngleich er noch mitten in der Welt steht, denn seine Seele hat sich gänzlich gelöst von der Welt, weil sie mich sucht zu jeder Zeit, weil meine Gegenwart ihr mehr bedeutet als alle Güter der Welt. Amen.